Habe ich Ihnen das schon erzählt? Emigranten haben in England Asyl gefunden. Eine kleine Gruppe hat man in einem Nonnenkloster untergebracht, das von einer Kommission des jüdischen Hilfsvereins inspiziert wird. Der Leiter der Kommission hat nachher ein Gespräch mit der Schwester Oberin. Sagt, nun, was ist, ehrwürdige Mutter, wie sind Sie mit meinen Glaubensgenossen zufrieden? Sagt sie, äußerst, äußerst zufrieden, sagt diese fromme Frau. Nur bitte, wollen Sie Ihren Leuten Folgendes sagen. Es geht nicht an, dass Sie immer am ewigen Licht Ihre Zigaretten anzünden. Es ist untragbar, dass Sie sich im Taufbecken die Hände waschen. Und bitte bringen Sie Ihren Leuten bei, mein offizieller Name ist Mother Superior und nicht Mami Shapira. Ein sehr berühmter Scherz ist der, zum Reben kommt der kleine Mendele und sagt, Rebbe, der alte Wunder, der Herr Wunder, der Easy Wunder, er ist 78 Jahre alt. Seit 2 Jahren ist er verheiratet mit einer 30-Jährigen und jetzt haben sie bekommen ein kleines Kind. Ist das möglich, dass der alte Wunder noch ein Kind gezeigt hat? Sagt der Rebbe drauf mit einem weisen Lächeln. Schau, ist es vom Wunder, ist es ein Wunder. Ist es nicht vom Wunder, nur ist es ein Wunder. Zum selben Rebbe kommt der Rana Mensch und sagt dem Rebbe, Rebbe, eine Frage. Ich weiß, an einem sehr hohen Feiertag, du weißt, von welchem ich spreche, man darf nicht arbeiten, man darf nicht rauchen, man darf nicht essen, man darf nicht trinken. Nur eine Frage, darf man schlafen mit einer Frau? Erklärt der Rebbe, wiegt im Kopf und dann sagt er, ja, mit einer Frau darf man schlafen, aber nur mit der eigenen, vergnügen darf es keines sein. Amerika heute. Sie sind verheiratet, oder? Nein. Wie gesagt, Amerika heute, die Vorsteherin eines amerikanischen Mädchencolleges ruft in der Kaserne an, sie haben ein Fest und haben zu wenig Tänzer für die Mädchen, sagt diese Vorsteherin am Telefon, aber bitte, wenn Sie so freundlich wären, senden Sie uns bitte keine jüdischen Soldaten, wir sind sehr streng christlich, wir wollen keine Juden. Am Festabend um 10 Uhr öffnet sich die Tür zum Ballsaal, es kommen 20 riesige Negerkadetten herein. Großen schwarzen Männer schnappen sich die Mädel und fangen an zu tanzen. Die Vorsteherin stürzt auf einen Neger zu und schreit, das ist ja fürchterlich, wieso schickt man Neger? Worauf der antwortet, das weiß ich nicht, Madame, aber unser Major Rosenstock wird schon wissen, warum. Ein christlicher Bürger kommt zum Verwalter des jüdischen Friedhofs. Hören Sie mich an, guter Mann, sagt er, ich habe sehr viele, sehr gute jüdische Freunde. Ich kann sogar sagen, meine besten Freunde sind Juden und wenn ich schon als Christ im Leben nicht mit ihnen vereint sein kann, so will ich es wenigstens im Tod sein. Ist mein Herzenswunsch, auf dem jüdischen Friedhof, den Sie hier haben, begraben zu werden. Sagen Sie, was kostet so ein Grab bei Ihnen? Darauf sagt der Friedhofsverwalter nach einigem Nachdenken, also eine Grabstätte für Sie kostet etwas, sagen wir 50.000 Schilling. 50.000 Schilling ist aber viel Geld. Ich meine, was kostet das Grab für einen Juden? Sagt, für einen Juden kostet es 5.000 Schilling. Sagt, wieso ist das Grab für mich so teuer? Sagt, das will ich Ihnen gerne erklären. Passen Sie auf, Sie kaufen bei mir für 50.000 Schilling ein Grab und legen es auch herein. Dann warten Sie ein paar Jahre. Und dann wird sein der Tag des jüngsten Gerichtes und alle rechtgläubigen Jiden werden auffahren in den Himmel und sie haben für 50.000 Schilling den ganzen Friedhof für sich allein. Ja, also,
Nun lassen Sie mich ein bisschen zurückgehen in die Zeit, als Österreich noch kein Kleinstaat war. Aber es begann gerade, ein Kleinstaat zu werden, denn der Erste Weltkrieg war bereits im Gang. Und ich erzähle Ihnen da eine kleine Geschichte. Im Ersten Weltkrieg liegt ein verwundeter jüdischer Soldat auf dem Schlachtfeld. Der Arme hat nicht mehr lang zu leben. Da beugt sich ein Feldkurat, ein katholischer Feldgeistlicher über ihn, spendet ihm Trost und zeigt ihm das Kreuz und sagt: "Kennst du das, mein Sohn?" Schaut ihn der Soldat an und murmelt: "Komischer Mensch, was er ist. Ich gehe sterben, er gibt mir Rebusse auf." Aber weil wir vom Krieg sprechen, in einem Feldlazarett, man muss die traurigen Sachen vorher erzählen, damit es dann lustiger werden kann. In einem Feldlazarett liegt ein Soldat mosaischer Konfession. Und als es mit ihm zu Ende geht, fragt ihn der Arzt: "Na, was ist, Herr Mandelbaum?" Weil wenn man mal stirbt, ist der Dienst gerade dann egal. "Haben Sie noch einen Wunsch?" Sagt: ja, ich möchte haben einen katholischen Priester." Sagt er: "Was?" Sagt der Arzt: "Was möchten Sie?" Sagt: "Ja, ich fühle, meine letzte Stunde kommt. Ich möchte mein Gewissen erleichtern. Ich möchte haben einen katholischen Priester." Sagt: "Verzeihen Sie, Sie sind doch Israelit. Warum sollen Sie einen katholischen Priester?" "Verzeihen Sie, aber mein Rebbe geht in kein Cholera-Spital. Bestimmt." Aber hören Sie zu, in einem anderen Saal desselben Lazarettes spielt sich eine ähnliche Szene ab, nur verlangt dort der Patient einen Erzbischof. Er sagt immer: ein Erzbischof. Sagt der Arzt: "Ja, warum wollen Sie einen Erzbischof?" Er sagt: Herr Doktor, ob Sie mir glauben oder nicht, ich möchte mich taufen." Der Arzt ist selbst Jude, setzt sich ans Bett, nimmt die Hand des Patienten in die Seine und redet ganz gütig auf ihn ein und sagt: "Aber schauen Sie, Hirschmann, so viele Jahre waren Sie ein guter Jud, haben mit Ihrem lieben Gott in Frieden gelebt, haben die Gesetze der Religion befolgt. Warum wollen Sie jetzt, gerade jetzt, so knapp vor Ihrem Ableben sich taufen lassen?" Sagt: "Wissen Sie, Regimentsarzt, ich habe mir die Sache überlegt. Ich bin zu dem Schluss gekommen, wenn einer soll sterben Magoi." Das. Nun eine andere Geschichte, die hat also wieder mit, Gott sei Dank, mit Krieg nichts zu tun. Es geht ein Vater, ein Tate geht mit seinem Sindele, so ein kleines Sindele, so ist ein zickendes Kind, er geht mit dem J-Little so spazieren auf der Gasse und sagt ihm auf einmal, sagt der Moishe, hör zu: "Moishele, mein Kind, pass auf, kletter herauf auf jenen Baum dort." Der kleine Moishe schreit: "Nein, ich kletter nicht, ich fürcht mich. "Aber nein, hab nicht kein Meure", sagt der Tate, "hab nicht keine Angst, kletter herauf auf den Baum." Das Jingle fürcht sich, sagt der Tate: "Nu, also kletter schon." Und schon kraxelt das Kind herauf, bleibt in der Astgabel sitzen, ängstlich schaut es herunter, sagt der Tate: "Also was ist, kletter auf den nächsten Ast." "Nein, Tate, ich fürcht mich, ich kletter nicht." Sagt er: "Gut, dann kletter heraus auf diesem Ast." Sagt: "Nein, ich fürcht mich." "Hab nicht kein Meure", sagt der Tate, "beruhig ihn, kletter heraus." Das Jingle klettert, schaut ängstlich vom hohen Ast herunter auf den Vater und sagt der Tate: "Sagt Sohn, mein Kind, und jetzt spring." "Spring herunter." Sagt: "Nein, ich spring nicht, ich fürcht mich. "Aber Kind, hab nicht kein Meure, Jingle, spring herunter, der Tate wird doch fangen." Und also springt das Jingle, der Tate aber steht mit verschränkten Armen daneben und das Kind fällt auf den Boden. Tränen überströmt, schaut der kleine Sohn den Taten an und fragt schluchzend: "Tate, Tate, warum hast du noch nichts aufgehoben? Du hast mir doch versprochen." "Das ist der Jingle", sagt der Tate. "Das ist der Zweck. Du sollst sehen, nicht einmal auf die engsten Verwandten soll man sich verlassen." Wir müssen unterscheiden zwischen dem alten jiddischen Witz und dem modernen, dem israelischen Witz. Der israelische Witz hat mit unserem heutigen Abend überhaupt nichts zu tun. Er ist ein, der jiddische Witz ist ein etwas resignierender, ironischer, sehr menschlicher Witz. Der israelische Witz, das ist ein Witz der Kraft, des Selbstbewusstseins. Ich müsste Ihnen eigentlich einen oder zwei davon erzählen, damit Sie den Unterschied merken, aber ich möchte das lieber nicht. Vielleicht doch, ich weiß nicht. So einen vielleicht oder zwei. Naja, man weiß,
Sie wissen, warum es nicht zum Frieden zwischen Ägypten und Israel kommt. Weil der Nasser drauf besteht, mit dem Dayan unter vier Augen zu reden. Also das ist ein israelischer Witz. Oder wie ein amerikanischer Emissär kommt zum Ministerpräsidenten von Israel und sagt ihm, Herr Ministerpräsident, wir haben in Vietnam sehr große Schwierigkeiten. Es wäre jetzt sehr gut, nachdem wir Ihnen immer helfen, Sie würden uns jetzt auch helfen, schicken Sie bitte nach Vietnam 2 israelische Divisionen. Sagt der Ministerpräsident, 2? Warum? Wollen Sie China erobern? Es ist eine ganz andere. Der gefällt mir auch. Ich wollte Ihnen keine erzählen, aber sie. Der gefällt mir so gut. Ein Arabischer, wollen wir schon von Ihnen reden? Also ein arabischer Soldat, ein Gefangener, sitzt mit einem christlichen UNO-Soldaten und einem Israeli, sitzen sie so am Jordan. Der Jordan ist kein breiter Fluss, es ist mehr ein schiercher Fluss, aber es ist ein Fluss, nicht wahr? Und so sitzen sie und schauen so über das Wasser. Auf einmal sagt der Israeli zu diesem christlichen UNO-Soldaten, sagt er, du hör zu, euer Herr ist doch seinerzeit über das Wasser gewandelt. Wandel du einmal über das Wasser und hol was zu trinken. Der christliche UNO-Soldat erhebt sich, wandelt über das Wasser, wandelt zurück, bringt eine Flasche mit etwas zu trinken. Doch der Israeler, so was ihr kennt, das müsste man doch eigentlich auch kennen, wandelt über das Wasser, wandelt wieder zurück und bringt was zu rauchen. Und dann sagt er dem Araber, und jetzt wandelst du hinüber und bringst was zu essen. Der Araber geht wirklich in den Jordan hinein, immer tiefer, bis zu den Knien, bis zum Bauchnabel, bis zu den Brustwarzen. Dann auf einmal ist er weg und ist ersoffen, sagt der Israeli zu dem christlichen UNO-Soldaten. Wir hätten ihm doch sagen sollen, wo die Steine liegen. Das ist nicht so unsympathisch gewesen. In Wien gab es vor dem Krieg ein koscheres Restaurant. Dieses Restaurant hieß Neugröschel. Neugröschel ist zurzeit in New York vertreten, in Wien nicht mehr. Und zu diesem Neugröschel kommt ein Mann, ein bisschen blass, setzt sich hin, sagt der Kellner, was wollt ihr? Sagt, ich weiß allein nicht, mir ist so schwer im Magen. Es brennt mich der Sod, ich weiß allein nicht. Es ist furchtbar, ich weiß nicht. Ich muss was Leichtes haben. Herr Ober, geben Sie mir was Leichtes. Sagt er, nun nehmen Sie ein Juch mit Lokschen. Das ist ein Juch, das ist eine Suppe mit Nudeln. Sagt er, das ist mir zu schwer. Sagt er, nun nehmen Sie die Lokschen ohne Juch. Was? Sagt er, das ist mir auch zu schwer. Sagt er, nehmen Sie die Juch ohne Lokschen. Sagt er, nein, ist mir zu schwer. Sagt er, wissen Sie was? Nehmen Sie ein Butterbrot. Sagt er, nein, Butterbrot, das ist mir zu schwer. Sagt er, nehmen Sie ein Butter ohne Brot. Sagt er, nein, ist zu schwer. Sagt er, nehmen Sie ein Brot ohne Butter. Sagt, zu schwer. Sagt, trinken Sie einen Tee mit Zitronen. Sagt, das ist mir zu schwer. Sagt, trinken Sie einen Tee ohne Zitronen. Sagt, zu schwer. Dreht sich der Kellner zum Piccolo über und sagt, Piccolo, fang ihm ein Flieg. Geh mal. Ein sehr klüger Rebbe hat einen Bucher gehabt. Sie wissen, ein Bucher ist ein Schüler. Der Bucher war ein anständiger Mensch, nur hat er etwas sehr gerne gegessen. Das heißt, gegessen, gefressen hat. Der Emes hat gefressen. Was auf den Tisch heraufgekommen ist, der Bucher hat es weggefressen, dass Tisch und Teller ratzekahl gewesen sind. Eines Tages kommt herein die Rebbitzin, die Frau vom Rebbe, und sagt zu ihrem Mann, Rebbe, sagt sie, ich habe gekauft auf dem Markt eine Katschke, eine Ente. In diese Katschke, ich möchte nicht, dass sie der Bucher frisst. Was können wir machen? Da klärt der Rebbe und sagt, ich weiß, hör zu. Rebbezin, du wirst machen a Topf mit Niederlach, a so ja großen, in den wirst du heranbringen, und dann werden wir geben dem Bucher die Niederlach und der wird fressen die ganzen Niederlach. Und als er gefressen hat alles, dann kommst du rein mit der Katschke und wir werden uns teilen die Katschke. Gesagt, getan. Am Abend setzt sich zu Tisch, die Rebbitzin kommt herein, stellt den Topf hin,
Der Bocher riecht. Und fängt an zu fressen und frisst fast allein den ganzen Topf auf. Wie er fertig ist, legt er sich zurück und sagt, großer Gott, Alter. Ich kann nicht mehr. Nicht kein Bissen kann ich mehr hereinbringen. In dem Moment kommt die Rebitzin mit der Katschke. Die Katschke ist braun, sie dampft, sie ist also ja schmeckendicke Katschke. Und so pro forma sagt der Rebbe, was ist Bucher? Wollt ihr haben ein bisschen Katschke? Dann nimmt er die Geflügelschere, schneidet sich ab, 2/2 von der Katschke und frisst sie auf. Wie er fertig ist, sagt der Rebbe, sagt der Bucher, ich kenne euch diese Katschke. Nur eine Frage, ihr habt doch gesagt, ihr könnt nicht mehr hereinbringen, nicht keinen Bissen. Wieso ist es möglich, ihr habt aufgefressen ein 2/2 von dieser ganzen Katschke? Sagt der Bucher, Rebbe, ihr habt mich gelehrt, alles mit einem Gleichnis zu erzählen. Lasst mich geben, ein Gleichnis. Es ist ein hoher Feiertag. In Schiel, im Tempel, die Jeden stehen so gedrängt, ganz einer an dem anderen, nicht eine Stecknadel kann herunterfallen. In dem Moment kommt herein der Rebbe, öffnet sich ein Gas. Das ist alles. Ich darf Ihnen meine Lieblingsgeschichte erzählen. Sie ist so wunderbar klug. Ein Mann kommt zum Rebbe und sagt, Rebbe, ich habe einen Freund. Das heißt, ich habe einen Freund gehabt. Ein sehr netter Mensch. Wir sind zusammen in die Schule gegangen und haben zusammen die Lehre gemacht. Und wir waren beide arm und es ist wunderbar gegangen. Und jetzt, nach 20 Jahren, mein bester Freund ist reich geworden und er sieht mich nicht, er kennt mich nicht, er grüßt mich nicht. Was soll ich machen? Und schaut ihn der Rebbe traurig an und sagt, ich werde geben ein Gleichnis, komm her. Schau mal heraus aus dem Fenster, was siehst du da? Der Jid geht hin, schaut aus dem Fenster und sagt, was sehe ich? Ein Platz, Dorfplatz sehe ich dort, steht ein Loschek mit dem Wogen, ein Pferd mit dem Wogen steht dort. Und dann ist am Baum und Jelitl und was mit dem Ballon spielen, so. Das ist, was ich sehe. Sagt der Rebbe, jetzt komm daher. Schau herein in dem Spiegel. Was siehst du? Nur ich sehe mich. Sagt er, siehst du, so ist das Leben. Solange der Mensch kein Geld hat, er ist durchsichtig wie eine Fensterscheibe. Du kannst alles sehen. Und wie du unterlegst, nur ein bisschen Silber, sieht man sich nur mehr selber.